In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie mit der App Explain Everything ein Foto dokumentieren. Öffnen Sie die App. Tippen Sie dann oben links auf das Pluszeichen. Wählen Sie eine Farbvorlage aus. Tippen Sie auf dieses Symbol, um ein Foto einzufügen. Dann auf vorhandene Fotos. Wählen Sie Ihre Aufnahmen aus. Und dann Ihr Foto. Sie können dieses Foto noch bearbeiten. Zum Beispiel können Sie das Foto zuschneiden. Dazu klicken Sie auf dieses Symbol. Wählen Sie den Bereich aus, den Sie zuschneiden möchten. Tippen Sie dann auf Fertig. Jetzt können Sie mit der Dokumentation Ihres Fotos beginnen. Wählen Sie sich zunächst einen Pointer aus, klicken Sie dazu auf dieses Symbol. Es werden Ihnen nun verschiedene Pointer zur Auswahl gestellt. Beginnen Sie mit der Dokumentation. Es gibt verschiedene Regeln, die Sie bei der Begrüßung eines Kunden berücksichtigen müssen. Zum Beispiel sollten Sie einem Kunden nicht die Hand hinstrecken, es sei denn, der Kunde streckt Ihnen zuerst die Hand hin. Auch sollten Sie einen Blickkontakt zum Kunden halten. Das Wichtigste beim Verkaufen ist das Lächeln. Stehen Sie auf, damit Sie mit dem Kunden auf gleicher Höhe sind, und setzen sich gemeinsam. Bieten Sie ihm eventuell was zu trinken an. Seien Sie freundlich. Halten Sie Blickkontakt. Wenn Sie sich an irgendeiner Stelle versprochen haben, müssen Sie die Aufnahme nicht von vorn beginnen. Sie können an einer bestimmten Stelle weitermachen. Klicken Sie dazu auf die Uhr. Es öffnet sich dann die Tonspur. Gehen Sie an die entsprechende Stelle und drücken Sie wieder Aufnahme. Jetzt können Sie aus Ihren Folien einen Film generieren. Klicken Sie dazu auf dieses Symbol. Wählen Sie Film in Aufnahmen und der Film wird erzeugt. Um Ihren Film nun auf YouTube zu veröffentlichen, klicken Sie wieder auf dieses Symbol, dann auf YouTube. Geben Sie anschließend Ihre Login-Daten des YouTube-Kanals ein. Hier können Sie einstellen, wie der Film auf YouTube freigegeben werden soll. Öffentlich, nicht gelistet oder privat.